Wir leben in einer Kultur der Angst. Die meisten Menschen glauben, dass alles immer schlechter wird. Und Sie haben das gerade im Vortrag schon gehört. Ich will das eigentlich vertiefen nochmal in einer Betrachtung der Art und Weise, wie wir als Menschen Zukunft projizieren und produzieren. Da ist die Welt, da ist das Hirn. Unser Hirn ist entstanden in 20 Millionen Jahren Evolution, in den letzten 2 Millionen Jahren etwas beschleunigt. Und wir bilden immer Modelle. In unserem Kopf bilden wir ein Modell dessen, was Welt ist. Und dieses Modell ist natürlich geprägt von den Gesetzen der Evolution. Das heißt, wir sind die Nachkommen der Ängstlichen. Ja, also unsere nicht so ängstlichen Vorfahren, wenn die vor ungefähr 200.000 Jahren vor die Höhle getreten sind und es hat was im Busch geraschelt und sie haben gesagt, schöner Tag, interessiert mich nicht, dann waren es nicht unsere Vorfahren. Sie erreichten nicht das Reproduktionsalter. Also wir sind immer ein bisschen gebiased in die eine Richtung, in die Richtung der Angst, weil uns das zum Überleben befähigt. Die andere Seite davon ist, dass uns die Zukunftsbilder, die Bilder, die wir mit die modellhaften Vorstellungen der Welt natürlich in die Zukunft führen. Sie alle kennen den berühmten Satz von der Self-Fulfilling Prophecy. So wie wir die Welt sehen, kreieren wir sie zum großen Teil auch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gewissermaßen bei uns beginnen, wenn wir die Global Goals versuchen zu realisieren. Bei unseren inneren Einstellungen und bei dem, was in der Gesellschaft als solche vorkommt. Der Test, den Sie am Anfang gesehen haben, spielt eine große Rolle auch in unserer Prognostik und Zukunftsforschung. Und der Global Ignorance Test, Sie können ihn übrigens auch im Internet mit Ihren ganzen 24 Fragen benutzen, hat noch ein paar schöne andere, die ich Ihnen noch kurz vorstellen will. Sie müssen darüber nicht abstimmen, aber Sie können sich Ihren eigenen Teil daran bilden, weil Sie uns auch noch auf andere Themen hinweisen können. Wie hoch zum Beispiel ist die durchschnittliche globale Lebenserwartung? Also wenn man alle Menschen der Welt in ihrer Lebenserwartung bei Geburt einmal einteilt, einschließlich Afrika, einschließlich Syrien, einschließlich all der Krisenländer. Und die mit durchschnittliche Antwort in den Auditorien, in denen ich seit ungefähr 3 Jahren diese Frage stelle, lautet 56 Jahre. Die Wahrheit ist, es sind 70 Jahre. 70 Jahre wird ein Mensch auf diesem Planeten im Durchschnitt alt. Und es ist ein gewaltiger Erfolg, unter anderem auch der Vereinten Nationen, aber auch vieler erfolgreicher Politiken innerhalb der einzelnen Länder und Regionen des Planeten. Oder hier, anlehnend an das, was wir vorhin auch gerade gehört haben, wie hoch ist der Anteil der Analphabeten an der Weltbevölkerung? Die mittlere Zahl, statistisch gemessen, der Antworten liegt bei ungefähr 38%. Die Wahrheit ist, es sind 20%, weil gerade in Afrika in den letzten Jahren enorme Bildungsanstrengungen gemacht worden sind. Ich war vor einigen Jahren in Tansania, wenn Sie dort mit einem kleinen Flugzeug über die Dörfer fliegen, ist das größte Gebäude, ist immer die Schule. Aber versuchen Sie mal als deutscher Journalist eine Geschichte in die Medien zu setzen, 1000 neue Schulen in Afrika eröffnet. Das wird unmöglich sein. Das ist auch eine sehr schöne Frage, weil sie sich auch auf Berlin bezieht. Ja? Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, es sind mehr einjährige Kinder weltweit geimpft gegen Masern als in Berlin. Es sind nämlich in der Tat 80%. Und nur 10% der Deutschen haben die Antwort richtig gesetzt. Und daran sieht man auch, dass die Themen, mit denen man selbst auch eine gewisse Ambivalenz verbietet, man unter Umständen verbindet und unter Umständen am negativsten bewertet. Das ist die gesamte Summe des Wohlstandszuwachses. Sie haben das vorhin bei Anna in einer anderen Form gesehen. Durch den HDI-Index. Und der misst eben nicht nur materiellen Wohlstand, sondern der misst auch Lebenserwartung, Ernährung, Gesundheit, Bildung und Demokratie. Und Sie sehen, dass alle Linien in der Tendenz nach oben gehen und dass das die Länder sind, Zimbabwe, Kongo, Sambia, natürlich auch Syrien, diese Einbrüche, die wir in den Medien sehen. Diese Regel, die hier dahinter steht, und es ist fast eine sehr verbindliche Regel, ist 80-20, eine Pareto-Verteilung. 80% aller Länder haben in einem gegebenen Zeitpunkt von 5 bis 10 Jahren Wohlstandszuwachs zu verzeichnen nach dem HDI-Index. 20% haben das nicht. Von den 20% sind 4% wirklich auf dem absteigenden Ast in dieser Zeit und 16% stagnieren. Wann war die friedlichste Zeit? Fragen Sie sich das einmal.
Wann war wirklich die friedlichste Zeit auf diesem Planeten? Und man erkennt relativ schnell, nach einigen Sekunden, es ist natürlich unsere Jetztzeit. Das sind die Kriegstoten, sortiert nach den verschiedenen Arten von Kriegen und Bürgerkriegen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg ist hier gar nicht eingezeichnet. Der Zweite Weltkrieg wäre ungefähr in der Mitte des Saales, wenn man es nach oben quasi kippt. Und Sie sehen, dass die Tendenz massiv nach unten zeigt. Das ist der Syrienkrieg. Und es geht nicht darum zu sagen, alles wird immer nur besser und alles nur gut. Sondern wir müssen letztendlich erkennen, dass all das, was dazwischen passiert ist, die Chance des humanen Fortschritts signalisiert. Wir können die Welt verändern. Die Welt verändert sich bereits. Und wir können Teilhaber dieses Prozesses werden. Und das ist eine sehr schöne gemeine Frage, die Hans Rösling auch öfters mal, wenn er guter Laune ist, auf Podien stellt. Versuchen Sie das mal auf einem deutschen Podium zu machen. Und befragen Sie sich jetzt selbst, was Sie glauben. Ich sehe es ja. Ne? Sie wollen mir jetzt erzählen, dass Sie die Wahrheit nicht glauben. Aber natürlich ist es genau gleich. Das ist Gapminder, wie man es auf seinen Bildschirm laden kann, das Gapminder-System, das von der Rösling-Familie erfunden worden ist, kostenlos, gapminder.com. Und dort können Sie, wenn Sie die Geburtenraten einstellen wollen, Sie sehen hier die Anzahl der Kinder pro Frau, das ist die Erhaltquote der Welt. Bei 2,1 Kindern pro gebärfähiger Frau würde sich die Weltbevölkerung stabilisieren. Und Sie sehen alle Länder der Erde, die Größe der Kreise sind eben die Bevölkerungszahl. Das ist das Jahr 1950 und jetzt schauen Sie an, was passiert in einem halben Jahr mit der Weltgeburtenrate. Sie stürzt linear ab, ja, in einem massiven Zug nach unten. Wir sind heute im Durchschnitt auf 2,4 Kinder pro gebärfähiger Frau auf dem ganzen Planeten. Und hier unten, da sitzen die islamischen Länder. Der Iran, ein islamistisches Land mit 1,84, hat eine Geburtenrate wie Schweden. Und auch die großen Länder, wie zum Beispiel Indonesien, das größte Land mit 300 Millionen Einwohnern, ist bei 2,3. In 4 Jahren, das wissen wir heute schon, weil diese Zahlen sind sehr verlässlich prognostizierbar, werden die bei 2,1 sein. Es ist vollkommen gleich, ob islamisches oder christliches Land, es hat etwas mit Entwicklung zu tun, mit Verstädterung. Da oben sehen Sie die Philippinen, christliches Land, hohe Geburtenraten, Nigeria überwiegend christlich, auch hohe Geburtenraten. Unsere Bilder der Welt sind vollkommen falsch, aber wir lieben sie und wir werden sie mit allen Mitteln verteidigen. Nur heute Abend haben Sie keine Chance zu sagen, die Daten sind gefälscht. Ja? Heute ist es schwierig, weil die Urheber dieser Daten, die besten Statistiker der Welt, sind hier mit im Raum. Aber ich erlebe das nach meinen Vorträgen immer, sagen, Herr Hawks, wo haben Sie denn diese gefälschten Daten her? Die guten Meldungen. Wo kommen Sie her, wo gehen Sie hin? Nicht alle Ziele werden erreicht, auch nicht die der globalen Zielsetzung des Jahres 2000. Der erste Schub der Global Goals, 2/3 der Ziele wurden praktisch vollkommen erreicht, aber 1/3, damit haben wir uns schwer getan. Und dazu gilt auch Forest Loss zum Beispiel, die Frage, wie grün ist der Planet? Aber auch hier eine Tendenz, die doch Hoffnung geben kann. Eine Tendenz der Hoffnung, die aber, glaube ich, auch in deutschen Schulen niemals artikuliert wird. Weil auch dort herrscht das, was in den Medien herrscht, Alarmismus, Skandalismus, Angst. Die Verluste im Regenwald gehen deutlich zurück. 15% des Amazonas-Regenwaldes sind ungefähr heute vernichtet. Und wir haben in dem letzten Jahr, haben wir manchmal auch wieder eine Gegensteuerung. Die Daten sind nicht immer ganz aktuell. Aber in der großen Tendenz passiert dort ungeheuer viel. Das war Europa 1938. Die Grünheit der Länder ist die Bewaldung und das ist Europa heute. Weltweiter Waldverlust geht zurück, im letzten Jahr fast auf ganz null. Und Hoffnung fällt uns am allerschwersten. Das ist etwas, was die menschliche Psyche erst lernen muss. Auch bei anderen Formen der Katastrophierung durch die Medien, ja, Deutsche und Jugendliche fit und gesund, wer hat das jemals gelesen? Ja. Wer hat dieser Studie jemals geglaubt, obwohl es die größte Studie von allen ist? Im Vergleich zu früher sind heute Kinder und Jugendliche gesünder. Tatsächlich. Oder kiffende Schüler sind fitter und schlauer. Wer hat denn das jemals gewusst? Ja. Es wurde schon gesagt, jeder Trend hat einen Tipping Point. Peak Car. Momentan geht es auch in Amerika wieder ein bisschen höher mit den Autofahrkilometern oder Meilen pro Bürger.
Aber wir haben ungefähr 2005 dort den höchsten Peak jemals erreicht. Und die Amerikaner fangen auch an, ihre Mobilitätsgewohnheiten langsam zu verändern, ihre Städte umzubauen. Und das gilt für alle Faktoren, die wir in der Trendentwicklung monitoren können über längere Zeit. Es gilt beim Fleischverbrauch, ein wichtiger Indikator für die Zukunft der Ernährung. Es gilt sogar für Scheidungen. Wussten Sie, dass seit 5 Jahren die Scheidungsraten in Deutschland absolut und relativ sinken? Ist das nicht enttäuschend? Ja. Hatten wir nicht damit gerechnet, dass wir bald alle Singles sind, in Einzimmerwohnungen in Berlin leben? Das war doch die Rechnung, die kulturpessimistische Rechnung. Man merkt nie, was schon getan wurde, man sieht immer nur, was noch zu tun bleibt. Und das ist das Problem der negativen Aufmerksamkeit. Unser Hirn ist einzig und allein eine Aufmerksamkeitsmaschine. Und es lebt über kognitive Differenz, über das, was wir erwarten zu sehen und über das, was in der Wirklichkeit plötzlich anders erscheint. Und wenn wir es so machen, dass wir unsere ganze Wahrnehmung auf Probleme ausrichten, und das ist nichts anderes als die Analogie der Fehlerorientierung in den Schulen. Es ist nämlich nichts anderes, als dass man sagt, du bist ein Problem. Du lernst nicht gut genug, du machst zu viele Fehler. Und wenn wir den Kindern sagen, diese Prüfung ist sehr schwierig, die ist kaum zu lösen, dann fängt unser Hirn an, sich zu verkrampfen in die Richtung des Problems. Und dann fängt das Problem an, die Lösung zu verbergen, immer kleiner zu machen. Und sie legt sich wie ein Panzer um unsere Wahrnehmung herum. Und durch diesen Panzer nehmen wir die Umwelt als bedrohlich wahr und es entsteht das, was wir als kulturelle Grundstimmung in Deutschland haben, der immer Schlimmerismus. Ja? Kennen Sie das? Jeder erzählt, es wird immer schlimmer. Ja? Das Wetter, haben Sie das gesehen? Es wurde kalt, es wurde immer schlimmer. Und das trotz Global Warming. Was wollen wir damit anfangen? Martin Seligmann, der Begründer der positiven Psychologie, hat einmal gesagt, eine der wichtigsten Aufgaben der kommenden Eltern- und Lehrergeneration wird es sein, die Welt für die Kinder zu entkatastrophieren. Und das ist die wirklich große Schwierigkeit. Denn auch in den Schulen ist es viel leichter zu sagen, liebe Kinder, die Welt geht unter, wir haben aber noch ein paar Unterrichtsstunden vor uns. Nur ganz kurz gestreift die Frage der Ökologie. Ich selber komme aus der Ökologiebewegung und ich glaube nicht, dass wir auf Dauer über eine Logik der Angst und des Verzichts die Wenden schaffen können, die vor uns stehen oder die wir zum Teil vielleicht auch schon geschafft haben. Es ist möglich, eine Ökologie und eine Ökonomie zu schaffen, die auf vollkommenen Kreislaufen beruht. Das ist die Jeans, die ich gerade anhabe. Mud Jeans. Ein ganz simples Lösungsangebot. Sie wissen vielleicht, Jeans sind ziemlich schmutzig produziert. Baumwolle, viel Wasser. Auch die Färbungen sind nicht immer besonders umweltfreundlich. Das ist eine Leasing Jeans. Sie kostet 8,20 Euro im Monat. Und nach einem Jahr gehört sie Ihnen. Und wenn sie kaputt ist, werden sie wieder zurückgeschickt. In einem großen, schönen, recycelfähigen Karton. Meine Familie hat 10 Jeans gemietet, geleast. Und es funktioniert wunderbar. Und das Geschäftsmodell explodiert förmlich. Es weitet sich aus. Und es ist nach allen Zertifizierungen tatsächlich Fairtrade, Child Labor Free, Organic Cotton, wasserreduzierter Anbau, was immer Sie wollen. Die Lösungen liegen auf der Hand. Wenn es uns gelingt, die Materiekreisläufe dieses Planeten entweder in die eine oder in die andere Richtung, nämlich als physischer Kreislauf oder als Reorganisation des Organischen, nämlich Kompostierung, zu bewegen, dann hätten wir unendlich viele Ressourcen. Es gäbe nicht mehr dieses Kastendenken. Ja? Wir produzieren zu viel, wir verbrauchen zu viel. Michael Braungart, der Erfinder von Cradle to Cradle, des Prinzips, um das es hier geht, hat gesagt, wenn man mit Kohlenstoff so managt, dass er nützlich ist, dann kann man mit Kohlenstoff sehr verschwenderisch umgehen. Ein großer Fußabdruck ist dann gar nicht schlecht. Und vor allen Dingen, wir Männer müssten nicht dauernd auf Stöckelschuhen gehen. Das wäre auch ein ganz, ganz großer Fortschrittsbeitrag. Sie erinnern sich noch? Wir alle machen Fehler in der Prognostik, ich auch. Und einer der schönsten prognostischen Fehler war der vom Club of Rome, dass das Öl irgendwann zu Ende geht und wir alle sterben deshalb, weil nichts mehr geht. Ja, ohne Öl kein Dünger, ohne Öl kein Transport, nichts. Komischerweise kommt es ganz anders. Ist Ihnen das aufgefallen? Es wird Öl im Boden bleiben. Ganz merkwürdig ist das. Es liegt daran, dass unsere Technologien sich verändern, dass wir in der Lage sind zu verbessern, obwohl mehr Menschen auf diesem Planeten leben, dass wir Energiequellen erschließen können, von denen wir heute noch gar nicht träumen können im erneuerbaren Bereich. Wenn wir anfangen, die Wellen
und die Energie der Wellen, und es beginnen jetzt die ersten Kraftwerke dort anzuzapfen, dann haben wir schon ungefähr 100.000 Mal mehr Energie, als die Menschheit je verbrauchen kann. Wir können in der Windenergie nach oben gehen oder wir können neue Formen von Turbinen machen. Das ist die weltweite elektrische Energie, die produziert wird auf diesem Planeten. Und nachdem wir heute wissen, dass wahrscheinlich nur noch 20-30% mehr dazukommen werden, einfach durch Effizienzsteigerung, das ist der noch sehr kleine Anteil von den Erneuerbaren, und wir eine Prognose wagen können für 2030, die ungefähr so aussieht, aber in der Relation zu dem, was uns die Sonne jeden Tag liefert, schwimmen wir in Energie. Und das ist eine ganz furchtbare Mitteilung. Das können die meisten Menschen überhaupt nicht aushalten. Also Knappheitsvorträge lieben wir, ja, weil sie immer meistens die anderen betreffen. Und weil es auch schön ist, selbstgerecht zu sein und strafen zu wollen, es wird nur nichts nutzen. Und Städte können anders aussehen. Wir haben hier gerade in Berlin in den letzten Jahren viele dieser Ansätze gesehen. Urban Gardening ist ein riesig großer Trend geworden. Die Kooperationsformen, die sich in urbanen Gebieten entwickeln, sind signifikant und stark wachsend. Und so sehen vielleicht in Zukunft Städte ganz anders aus. Sie werden ihre eigene Energie, einen großen Teil ihrer eigenen Lebensmittel produzieren. Und dann können wir endlich aus diesen Öltankern das machen, wozu sie eigentlich viel besser geeignet sind. Theme Parks, vielleicht Apartmentblocks, irgendwas Nettes. Denn die Steinzeit ist auch nicht durch den Mangel an Steinen zu Ende gegangen. Es geht nicht um Optimismus oder Pessimismus. Beides sind Ideologien. Die Optimisten zum Beispiel waren diejenigen, die den Börsencrash erzeugt haben. Es wird immer so weitergehen, es wird immer mehr Geld in den Markt fließen. Wir pumpen das einfach aus. Das war optimistische Dummheit. Pessimisten sind auf ihre Art und Weise genauso blöd. Sie reduzieren die Welt auf einen Faktor und glauben, dass sie durch die Vorwegnahme des Schrecklichen das Schreckliche dann weniger schlimm wird. Haben Sie das mal probiert beim Zahnarzt? Den ganzen Tag daran zu denken, wie weh es tut? Und dann tut es noch weh. Beides ist nicht optimal. Beides müssen wir zugunsten einer höheren Komplexität überwinden. Und ich nenne sie mal Possibilismus. Die Logik des Möglichen. Das Mögliche sichtbar machen, es in die eigenen Energien zu integrieren. Und damit setzt sich die moderne, die systemische Zukunftsforschung auseinander. Die 3P, the possible, the preferable and the probable. Das Mögliche, das Wahrscheinliche und das, was vorzuziehen ist. Und ich glaube, wir können dann auch Geschichte in die Zukunft anders denken. Nämlich in einem Sinn, dass wir noch lange nicht am Ende sind und vor dem Ende stehen, sondern dass wir gerade erst angefangen haben. We have just arrived. Our planet exists much longer. In the beginning, it was just a lonely rock floating in space. Only after 3 billion years the biosphere evolved. Then came the plants, animals, and another 1 billion years later, people. We have just arrived. And yet, our presence does not go unnoticed. With our limitless ingenuity and technology, we caused the rise of a new sphere on our planet, the technosphere. Just like the biosphere, it wants to grow and survive. We've never planned or invented this, it just happened to us, because we have just arrived. Still, we are not the anti-natural species that merely spoils and destroys nature. Just like the biosphere, the technosphere is full of life. It can connect, nourish, and realize dreams. This is beautiful. This is natural. Because evolution goes on. Das wäre doch mal toll, Unterricht in diesem Geist zu haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.